Ich fand schön, auch Horst Seehofer mal wieder zu sehen. Da war Horst Seehofer zu sehen. Seehofer ist ja Minister für Inneres, Heimat und Bauen. Ist er eigentlich in Sachen Wohnungsnot schon aktiv geworden? Ich glaube nicht. Sein Konzept ist wahrscheinlich, wir müssen konsequenter abschieben. Ja, als Mittel gegen die Wohnungsnot. Es ist ja so, Wohnen wird immer teurer in Deutschland. Und das war die Hiobsbotschaft der letzten Tage. Auch da, wo es früher billiger war, nämlich in den Randbezirken der Städte und auf dem Land, wird es inzwischen teurer. Zum Teil warten schon Leute vor den Bauernhöfen, dass endlich ein Huhn stirbt, damit was in der Legebatterie frei wird. Also katastrophale Zustände. Die Immobilienpreise steigen, die Grundstückspreise steigen auch, anders ausgedrückt. Mit vielen Scheinen können Sie bauen, sonst halt nicht. Eben. Also Menschen, die wenig verdienen. Menschen, die ganz normal verdienen. Können im Normalfall nicht bauen oder irgendwas kaufen. Wenn man nicht gerade geerbt hat, ist es fast nicht mehr möglich, mit normalem Einkommen Eigentum zu erwerben. Und die Mieten, die bezahlt werden müssen, die steigen natürlich auch rasant. Nicht zuletzt deswegen, weil große Wohnungskonzerne die Mietpreise durch Modernisierungen immer weiter nach oben treiben. Und das geben die auch recht offen zu. Umsätze steigert man natürlich in unserem Fall durch Neuvermietung, wenn Wohnungen leer werden und man sie neuer vermieten kann, dann idealerweise zu einer höheren Miete. Natürlich gibt es gewisse gesetzliche Möglichkeiten, die wir natürlich auch in Anspruch nehmen, um für Bestandsmieter die Mieten anzuheben. Da gibt es gesetzliche Möglichkeiten und die nehmen wir in Anspruch. Ja, klingt so freundlich. Ja? Man sagt dann ganz nett zu der alleinerziehenden Mutter, Frau Schmitz, gute Nachrichten. Wir modernisieren Ihre Wohnung und holen alles aus der Wohnung raus, was nicht mehr zeitgemäß ist. Aha, und was? Sie. Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und Firmen wie Vonovia und Deutsche Wohnen, das sind die beiden größten Immobilienkonzerne in Deutschland, machen mit diesem Grundbedürfnis richtig Asche. Vonovia zum Beispiel hat im Jahr 2018 mehr als 1 Milliarde Euro Gewinn gemacht. Das ist schon eine Hausnummer. Von jedem Euro Miete, den Vonovia einnimmt, gehen 38 Cent als Dividende an die Aktionäre des Konzerns. Daher empfiehlt es sich auch, für die Mieter deren Aktien zu kaufen. Selbst ein Mieter hier kann ja für 40 Euro sich eine Aktie kaufen. Er kann auch mehrere kaufen. Ja klar. Und das ist sogar richtig clever. Denn dann hat man was davon, wenn die Miete steigt. Dann steigt auch der Börsenkurs und es wird mehr Dividende ausgeschüttet. Man ist quasi Profiteur der eigenen Ausbeutung. Kapitalismus kann so schön sein, oder? Überall fehlt bezahlbarer Wohnraum, unter anderem auch, weil fast alle großen Städte Deutschlands seit den 90er Jahren kommunale Wohnungen an private Investoren verkauft haben. Berlin zum Beispiel hat nach 1990 mehr als 200.000 kommunale Wohnungen an die Deutsche Wohnen verkauft. Und diese Wohnungen hätte man jetzt gerne zurück. Nur leider sind die Preise inzwischen gestiegen. Die Preise sind inzwischen 5-mal so hoch. Das heißt, Berlin will für den 5-fachen Preis etwas zurückkaufen, was die Stadt schon mal besessen hat. Die Deutsche Wohnen will über das Angebot nachdenken, die brauchen aber ein paar Wochen, um sich von ihrem Lachkrampf zu erholen.